Selbstkenntnis als Limitation. Alles, was ich über mich selbst wissen kann, durch alles, womit ich mich definiere, ist eine Limitation, eine Beschränkung meiner selbst. Wenn es überhaupt so etwas wie ein Selbst geben kann, was sollte es sein? Vor der Definition von mir als ein jemand bin ich undefiniert. Ist die Freiheit da, nicht definiert zu sein? Und in der Idee, jemand zu sein, wer zu sein, also eine Selbstkenntnis über mich angehäuft zu haben, ist einfach das Erlebnis von Limitation, Begrenzung, Enge beinhaltet. Was ja natürlich nichts macht, denn es geht ja vorbei. Wenn dieser Körper hier stirbt, wer denkt dann noch dran, was diese Person hier jemals gedacht oder geglaubt hat, wie sie sich selber eingeschätzt hat oder sich selbst ein Bild von sich gemacht hat. So, was bleibt dann? Zu sehen, dass all diese Selbstkenntnisprozesse, diese Identifikation, die Selbstbilder auftauchen, doch ganz klar zu sehen, dass ich keins von diesen Bildern sein kann, denn das ist eine Limitation von dem, was ich bin. Und es ist sowas wie ein intuitives Wissen da, dass das, was ich bin, nicht limitiert ist und auch nicht limitiert werden kann durch eine Selbstkenntnis, durch ein Bild von mir selbst. So, tja, was für ein lustiges Spiel. Selbstkenntnis und Selbsterkenntnis.